Willkommen bei Eschbacher. Ja, grüß euch miteinander. Herzlich willkommen, meine Lieben. Ein grosses Willkommen all denen, die jetzt an diesem Ostersonntag nicht im Stau sind, bleiben stecken. Schön seid ihr dabei. Und wenn schon Ostern heute zu feiern ist, haben wir uns überlegt, ja, was steckt denn eigentlich hinter diesem Feiertag? Da werden mir jetzt ein paar Leute sagen, selbstverständlich die Auferstehung von Jesu. Aber wenn man so umschaut, hat man das Gefühl, es ist das Fest der Osterhasen und der Ostereier. Also ich hoffe, ich bekomme in der heutigen Sendung eine Antwort genau auf diese Fragen. Aber auch in Sachen Auferstehung sind die Reste unserer Gäste alle zusammen am Himmel sehr nach. Das sind nämlich meine Gesprächspartner heute Abend. 5 vor 12 ist es bei dieser schönen jungen Frau in Sachen Überleben gewesen. Ein paar Mal sogar. Fast wäre sie an Magersucht gestorben und heute setzt sie sich für andere Menschen mit dieser Krankheit ein. Der engagierten Tierärztin liegen verletzte Viechli besonders am Herzen. In der Wildstation Landshut operiert sie vom Adler über Fledermäuse bis zum Eichhörnchen. Und ihm ist es am Himmel oben am wohlsten. Er ist einer der weltbesten Gleitschirmpiloten, der mit seinem Gefährt die unglaublichsten Rennen gewinnt. Ja, und wenn schon Ostern ist, meine Damen und Herren, und dazu höckle ich jetzt ein bisschen ab, haben wir gefunden, wir möchten doch ein paar, jetzt haben sie gerade Flucht ergriffen, von diesen herzigen Viechli zu uns einladen. Osterhasen, nämlich. Und zwar sieht man ja, die haben jetzt wahnsinnig viel zu tun gehabt. Sie mussten Ostereier anmalen, Nestchen verstecken. Auch wenn es vielleicht ein paar Zweifel gibt an dieser Geschichte, man hat mir sie immer erzählt. Aber einer, der sicher alles über Küngeln weiss, der ist mein erster Gast. Er ist nämlich nicht nur ein grosser, preisgekrönter Züchter von Rassenküngeln, sondern auch noch der Präsident vom Küngelzüchterverband der Schweiz. Also schöner ausgedrückt von Rassekaninchen Schweiz. Herzlich willkommen, Peter Iseli. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir keine Küngel verschalten. All unsere schönen Küngel sind parat, am Fresseln. Sie haben alles, was sie brauchen, gell? Ich gebe ihnen noch ein bisschen Gras. Ja, genau. Man hat ja manchmal das Gefühl, dass die Küngel jetzt wahnsinnig viel zu tun hatten. Sie mussten Eier malen, Nestchen verstecken. Ist das bei euch im Stall auch so zu und her gegangen? Also in letzter Zeit habe ich fast nicht nachher mögen mit Farbe und Eier zu tragen, was sie haben, Nestchen fertig gemacht haben. Aber ja. Das stimmt das doch. Aber sie sind ja auch noch schon aktiv. Im Moment sind sie natürlich in der Vermehrung aktiv. Der Frühling ist das, wo es eben junge Küngeli gibt, so herzige Küngeli, wie wir jetzt hier haben. Das ist natürlich für einen Küngelzüchter etwas vom Schönsten. Wie viel steht da noch an? Ja, ich denke, es gibt etwa noch 150 bei uns. Was? 150 junge Küngel? Ja. Wo habt ihr die? Ja, wir haben ein kleines Bauernhaus, wo wir den Stall umbauen haben, wo wir grosszügig Platz haben. Wir haben aber noch einen Kleintiergarten, wo wir einen schönen Auslauf geben können, wo wir die tiptop halten können. Und das ist etwas Wunderschönes, nachher am Morgen als Erstes zu den Küngeln zu gehen, mit denen ein bisschen zu sprechen, dann macht einem niemand verrückt. Ja, das stimmt. Vielleicht müssten die Menschen mehr Küngel haben. Das wäre natürlich ein super Ziel, ja. Ihr habt hier ein paar Rassenküngel mitgenommen. Wie viele Rassen gibt es denn überhaupt? 42 Rassen in der Schweiz. Aha. Im Ausland gibt es mehr? Im Ausland gibt es mehr, ja. Warum ja, in der Schweiz nur so wenig? Ja, das ist auch ein bisschen weniger von den Züchtern her. In Deutschland hat es natürlich 10-mal mehr. Und die irgendetwas über 90 Rassen. Mhm. Und von dort her natürlich auch noch viele verschiedene Farbenschläge. Also das ist etwas sehr Interessantes. Mhm. Was ist so euer grosser Stolz als Küngelzüchter? Welche Rassen? Ja, ich habe schon als 10-jähriger Bub Russenküngel gezüchtet. Russenküngel? Jawohl. Heissen die Putin, oder wie? Nein, das sind die Teilalbino. Haben wir einen davon? Hoppla.
Die kommen fast weiss auf die Welt. Oi! Der hat es jetzt entwickelt. Also, die sind weiss und haben rote Augen. Genau. Mhm. Und dann, wie älter, was er sie ist werden. Jetzt hier. Genau. Ja. Wie älter was sie werden, wie mehr Schwarz bekommen sie dann. Die haben wir daheim in der normalen Form als Kleinrasse, aber auch als Zwergrasse, wie wir es jetzt hier haben. Und dann hat es solche mit Lampioren, die haben mir immer gefallen. Zwergwiderli, das ist etwas Schönes, ja. Zwergwiderli, da hat es einen herzigen. Der tut den nicht bergen, wenn er auf die Schoss nimmt. Ja. Der hat natürlich schön die Ohren hängen. Das ist jetzt ein Zwergwiderli, gibt es auch noch als Kleinwider oder als Französischwider. Also da haben wir sicher eine Haufen Möglichkeiten für Lampioren. Können zu halten, ja. Jetzt, wenn man diese Tierli sieht, hat man das Gefühl, ja, ich möchte auch eins. Wie ein Bussi daheim. Ist das sinnvoll? Ist überhaupt nicht sinnvoll. Der Küngel ist kein Streicheltier. Dann muss man einen grossen Auslauf geben. Wenn man ihn daheim in der Familie hat, macht es auch Sinn, dass man es vielleicht im Garten hat, aber sich sicher zuerst ganz gut informieren, wie man die Tiere hält. Und dafür sind wir natürlich auch als Berater da und helfen diesen Leuten, sodass sie die Tiere haben können, denen zuschauen können, aber eben nicht schöseln und so. Das kann man mit dem Büsseli machen. Nein. Und man sollte es noch nicht allein behalten, oder? Ich würde jetzt sagen, das ist also vom Gesetz her dürft man, aber das macht überhaupt nicht Sinn. Also wenn man in der Familie Küngeli hat, dann sollte man mindestens zwei haben, sage ich. Wir haben natürlich mehrere, die sehen immer und das ist, macht es dann auch interessant. Es ist auch für Tiere viel spannender, viel oder, wenn spannender. Sie nicht allein sind. Ihr merkt es ja, die spielen miteinander hier. Ihr habt gesagt, schon als Kiel habt ihr angefangen zu züchten. Ja. Wie hat das angefangen? Ja, überhaupt nicht in der Familie. Vom Schulweg hat mir ein älterer Mann gesagt, das wäre doch etwas für dich, ein bisschen Küngel züchten. Und nachher bin ich schauen. Ich habe natürlich schon als ganz kleiner Giel hatte ich Mastküngel daheim. Aber nachher bin ich... Und das ist immer so traurig. Ich habe das bei mir eine Tante erlebt. Da hat man die Küngel gefüttert und plötzlich hat es den Sonntagsbraten gegeben. Das ist so, ja. Das ist auch mir so gegangen. Und nachher konnte ich mich überzeugen. Ich habe angefangen und habe sehr rasch Erfolg gehabt. Ich bin bei diesem Hobby geblieben. Im Moment möchte ich gar nichts Angst. Ja. Könnt ihr daneben noch arbeiten? Selbstverständlich. Es gibt natürlich einen Haufen zu tun, aber wir helfen einander daheim und dann geht das tipptopp. Wenn jemand hört, der ist Präsident des Küngeli-Züchterverbandes, das ist so wie so ein bisschen der Inbegriff von Bitterkeit. Wie reagiert ihr da? Ich tue nachher einfach den Leuten erklären, was wir überhaupt machen. Dass wir eigentlich ein sehr, sehr interessanter Verband sind mit rund 13.000 Mitglieder. Und das gibt schon ein bisschen zu organisieren. Und das ist etwas Interessantes. Also das, Und da trifft man sich mit seinen Starküngeln sozusagen am Sonntag? Ja, nicht jeden Sonntag, aber im Winter hat es einen Haufen Ausstellungen. Und selbstverständlich, wenn man Küngel ausstellt, will man gewinnen. Und da tun wir jetzt züchten und schauen, was das auch klappt, für nachher im Winter ausstellen können. Jetzt geht es sowieso im nächsten Winter, wo wir eine ganz grosse Ausstellung haben in Freiburg. Anfang Januar, da freue ich mich jetzt schon und hoffe natürlich, was ich dort eins von den Siegertieren darstellen darf. Wäre schön. Also, wir haben dafür gesorgt, dass es den Kündeln hier gut geht. Und die kommen nachher wieder zu euch zurück. Sie haben genug zu essen und haben Auslauf für alle, die jetzt das Gefühl haben, darf man doch nicht zeigen im Fernsehen. Aber jetzt haben sie es richtig gemütlich da. Das ist ja so. Danke, Herr Iseli. Merci euch. Weiterhin viel Spass als Küngeli-Züchter. Merci vielmals. Achtung, beim Aufstehen. Ja. Ja. Alles gut. Geht's zum Musiker. Ja, meine Damen und Herren. Jetzt haben wir uns natürlich überlegt, die Küngel sind an Ostern eigentlich sozusagen die Hauptprotagonisten. Aber niemand weiß so recht, was hinter Ostern steckt als religiöses Fest.
Und da habe ich eigentlich meine nächste Gast dazu eingeladen. Sie hat sich immer schon für Religion interessiert. Sie ist in Taiwan und in Singapur aufgewachsen, lebt aber jetzt schon seit vielen Jahren wieder in der Schweiz und ist notabene die jüngste Pfarrerin von unserem Land. Sie steht immer wieder auf der Kanzel, aber heute Abend hält sie bei uns nicht eine Predigt, sondern erzählt uns ein bisschen, was es mit Ostern an sich hat. Und darum ganz herzlich willkommen, Desiree Dipendar. Achtung, ich bin reingekommen. Ich habe hier gehängt. Hier hat es noch ein Küngeli. Jawohl. Man weiss, Ostern ist das Fest der Auferstehung, ist eigentlich die Überwindung des Todes. Kein Mensch redet darüber, sondern man hat Osterhasen daheim, metzget die und isst Ostereier. Warum? Wie ist das überhaupt so gekommen? Also. Es hat verschiedene Symbolik dahinter. Also das Ei ist recht ein altes Symbol. Da geht etwas kaputt, sodass Leben rauskommt. Und das ist etwas, ein Ei sieht aus wie ein Stein. Es sieht aus, wie wenn es etwas Totes ist. Und dann bricht es auf und etwas Lebendiges kommt raus. Dann kommt das Baby raus. Mhm. Ja, und es muss brechen. Also es ist auch dann wie das vom Karfreitag, das Leiden, das Sterben, das dann übergeht ins Neue. Wieso heisst Ostern Ostern? Da musste ich mir anschauen. Ich hatte als Kind eine Osterkassette, wo man gesagt hat, das kommt von Ostara, der heidnischen Göttin der Morgenröte. Mhm. Also das ist das so wie ein Frühlingsfest, oder wie? Morgenröte, Frühling? Ja, ich habe andere Definitionen gelesen, wo es geheißen hat, kommt auch von der Morgenröte am Ostermorgen, wo die Frauen zum Grab gegangen sind und es leer gefunden haben. Es kann sein, dass da zwei Traditionen zusammengekommen sind, die christliche und dann kombiniert mit einem bestehenden Fest, das es in Europa gegeben hat, wo Europa christianisiert wurde. Sogenannt heidnischer Hintergrund, könnte man fast sagen, oder? Wie viele Feste eigentlich in der Religion? Ja, wobei, von dem bin ich mir weniger bewusst, weil ich bin in Asien aufgewachsen und dort ist Ostern einfach das christliche Fest, das wird christlich gefeiert, die anderen feiern es nicht. Mhm. Und da ist der heidnische Hintergrund, den es hier in Europa hat, ist viel weniger bewusst. Ich habe mir nachher auch die Frage gestellt, also Weihnachten ist klar definiert. 24. Dezember, Heiligen Abend, 25. Weihnachten. Ostern, weiss ich nie, wann ist die Krotten Ostern? Ja, die ist am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Also hat es doch etwas mit Fruchtbarkeit zu tun oder mit einem Frühlingsfest? Nein, es hat Verbindung zum jüdischen Pessachfest oder Passafest. Mhm. Und das ist immer am Vollmond, Frühlingsvollmond. Und da ist jetzt dieses Jahr am 11. April, es ist immer recht nahe. Die Christen feiern dann Ostern am Sonntag danach, weil die Auferstehung ja am Sonntag passiert ist. Mhm. Was bedeutet Ostern für euch? Für mich ist Ostern so Neubeginn, neue Möglichkeit für die Menschheit. Also für mich ist es sehr eng verbunden mit dem Karfreitag. Ich finde, ohne Karfreitag, ohne das Leiden und das Sterben von Jesus, geht Ostern nicht. Andererseits ist Ostern da, wo am Karfreitag Sinn macht. Mhm. Da ist so, es sieht aus wie ein Scheitern von dem, wo alle Hoffnungen auf ihn gelegt haben. Seine Anhänger haben gehofft, er würde Israel wieder zu neuer Größe bringen. Dann stirbt er am Kreuz als ein Krimineller. Das sieht aus wie ein Scheitern. Und Ostern ist dann, zeigt dann, das ist nicht ein Scheitern gewesen, sondern es steht ein grösserer Plan dahinter. Und das heisst auch unser Scheitern, unsere Schwachheit, unsere Brochenheit auch, bekommt eine neue Bedeutung. Und da kann Neues aufgehen. Wenn ihr jetzt so zurückdenkt, Religion, ihr seid in Taiwan aufgewachsen, Singapur, hat Religion bei euch immer eine Rolle gespielt? Ja, meine Eltern sind Missionare. Mein Vater unterrichtet an einer Bibelschule immer noch. Mhm. Und ich bin in der Bibelschule aufgewachsen. Also, hat nie den Traum gehabt, ich werde Model oder Stewardess oder Fernsehmoderatorin? Stewardess ist immer noch eine Option. Ich bin viel geflogen. Ich fliege nicht immer gerne, aber wenn ich dann im Flugzeug hocke, dann
liebe ich es eigentlich trotzdem. Wie hat euch die andere Kultur in Asien geprägt? Ziemlich. Also ich merke, dass ich ein Schamkultur aufgenommen habe, dass ich in meinem Verhalten zum Teil, ja, ein Beispiel ist jetzt, wenn die Sonne scheint, nehme ich den Schirm raus. Zum nicht, also bei mir ist es, um nicht rot zu werden, in Asien ist es, um nicht dunkel zu werden. Weil dort helle Haut als Schönheitsideal, ja, Statussymbol, genau. Ja. Und da habe ich dort einfach übernommen, auch weil ich gemerkt habe, es ist praktisch, man fühlt sich weniger heiß. Man muss Sommer ein bisschen weniger eingremen, damit genau man keine Brenner bekommt. Ja. Ihr seid die jüngste Pfarrerin in der Schweiz. Was macht ihr anders als eure älteren Kollegen? Sagt man eigentlich Frau Pfarrer oder Frau Pfarrerin? Für mich spielt es keine Rolle, aber man hat mir gesagt, Frau Pfarrer ist die Frau vom Pfarrer. Ja. Und Frau Pfarrerin ist Pfarrerin. Okay. Ja. Und die Frau vom Pfarrer hat ja nicht viel beitragen zum Leistungsausweis von ihrem Mann. Also ist Frau Pfarrerin der richtige Ausdruck. Aber, was macht ihr anders als eure älteren Kollegen? Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ein bisschen mehr Social Media versiert. Mhm. Ich spiele auch zum Teil Handyspiel. Der predigt über Facebook. Ja, manchmal tue ich Sachen auf Facebook. Mhm. Ja, Sprüche oder so. Mhm. Ja. Und eben wenn ich jetzt, ich mache alles für Jugendliche. Und dort komme ich auch gut ins Gespräch, wenn ich sage, ja, in welchem Pokémon-Go-Team bist du? Weil ich habe auch eine Zeit lang Pokémon Go gespielt. Also ich bin da dieser Generation ein bisschen näher, merke ich. Die Kirchen sind leer. Fast. Nicht immer. Aber ja, ja, kommt drauf an, vielleicht, wenn ihr auf der Kasse steht, nicht. Aber die Freikirchen florieren und sonst treten die Leute Reihen wie aus. Was läuft eigentlich falsch? Das ist eine komplexe Frage. Ich sehe da auch noch nicht ganz rein. Ich merke es auch selber. Zum Teil gibt es Gottesdienststil, Predigtstil, die nicht so ansprechend sind. Wo ich auch sage, das interessiert mich nicht so fest. Mhm. Ja, oder ich weiß nicht einmal, ob es von gestern ist. Ich glaube, manchmal. Ich glaube, wenn es ein Inhalt. Wenn die Leute spüren, da ist ein Inhalt, und wenn sie merken, da ist jemand authentisch, dann interessiert den auch. Und ich habe auch gemerkt, ich selber zum Beispiel, ich mache gerne mit. Was mich eingebunden hat in Gottesdienst als Jugendliche, war, ich durfte Lesungen machen, ich durfte das Brot führen tragen beim Abendmahl. Singen. Ja. Also, ja, singen ist eins. Ich finde, es wäre schön, wenn man noch mal mehr machen kann als Gemeindemitglied. Mhm. Weil mich selber langweilt es auch noch eine Weile, wenn ich einfach dort hocke. Und los, dass der da oben verzapft. Ja. Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl, Frauen haben es in der Religion nicht einfach. Und das gilt eigentlich quer durch fast alle Religionen. Dass sie immer wieder, auch heute noch, auf ihre alte Rolle zurückbuchstabiert werden. Ja. Persönlich nehme ich es weniger fest wahr. Aber ich merke, es ist. Ich sehe es nicht so, dass Religion an sich oder das Inhaltliche von der Religion das macht. Also auch wenn ich mich mit der Bibel auseinandersetze, ich setze mich mit Frauengestalten in der Bibel auseinander, da sehe ich eher die Befreiung von der Frau, aber dass immer noch das menschliche System, die dann auch in der Religion oder vor allem leider in der Religion dann die Überhand nehmen und kontrollieren. Und die befreiende Kraft vom Evangelium, die kommt dann zum Teil nicht so zum Zug. Also, schwere Aufgabe für euch, auch in Zukunft. Macht es Spass, auf der Kanzel zu stehen? Ob es Spass ist, weiss ich nicht. Ich mache es gern. Mhm. Auch weil ich tue gern mitteilen, was mir selber geholfen hat oder Kraft gegeben hat. Ich tue immer schauen, dass ich das weitergebe, was mir auch selber etwas sagt und mir selber etwas bedeutet. Und auch kann sagen, wenn ich etwas nicht verstehe. Das wäre das Wichtigste. Probiere ich auch. Aber nicht als Pfarrer. In diesem Sinne, danke vielmals. Alles Gute. Danke. Danke schön. Achtung. So, Dali. Also, jetzt wissen wir ein bisschen mehr über den Hintergrund von Ostern.
Thema ist ja am Himmel nah. Und das ist eigentlich das Element, die Luft von meinem nächsten Gast. Er fühlt sich dann am wohlsten über den Wolken, weit weg vom Boden. Er ist nämlich einer, der seine Lieblingsbeschäftigung und seine absolute Passion ist Gleitschirmfliegen. Und das macht er als Beruf sogar seit 15 Jahren. Aber nicht nur das, er ist auch einer der weltweit besten Gleitschirmflüger. Nämlich vierfacher Sieger im X-Alps, dem verrücktesten Wettbewerb, was Gleitschirmflug anbelangt. Ist dreifacher Weltmeister, Europameister, dreifach, fünffacher Schweizer Meister. Man sagt ihn darum, der Adler von Adelboden. Und der ist jetzt da herzlich willkommen, Gregor Maurer. Der Adler von Adelboden. Ja. Also, wenn ich deine Lebensgeschichte anschaue, habe ich das Gefühl, du seist mehr in der Luft als am Boden. Vielleicht im Sommer, aber im Moment noch gar nicht. Also wie viele Stunden fliegt man da so? Ja, ich komme im Jahr vielleicht auf 400 Stunden, wo ich rein durch die Naturkraft in der Luft bin. Ja, und den Rest muss man aufkraxeln, bis man fliegen kann und sich vorbereiten. Ja, das ist natürlich zielabhängig, disziplinabhängig. Meistens sind wir natürlich auch Bergbahn. Für einen Startplatz zu haben. Ah, das tröstet mich. Das mache ich auch so. Aber die starten dann nicht. Genau. Ich frage mich dann auch, wie kommt man. Du hast Maurer gelernt. Nomen est omen. Der Gregor Maurer lehrt Maurer. Aber hast du als Maurer mehr in den Himmel geschaut als auf Bachsteine? Ja, ich habe dann schon vor der Lehre angefangen, Gleitschirm zu fliegen. Und das ist mir dann schon etwas zum Verhängnis geworden. Wenn man natürlich Maurer sind nicht gerade geworden. Mal, wenn ich bei Schlechtwetter schon. Aber es gibt so ein paar Tage im Sommer, vielleicht 10, wo ganz speziell gute Bedingungen herrschen, wo man eben auch Rekordflüge machen kann. Und dann hat es mir schon gedauert, zu werken am Boden. Ich wäre schon lieber in die Luft. Da die Vögel fliegen. Ist das so ein bisschen vom Vater her gekommen? Ja, das ist so. Als ich 4 war, ist das Gleitschirmfliegen in die Schweiz gekommen. Und man konnte Kurse besuchen. Und er als Bergsteiger hat das natürlich probiert und gemacht und ich wollte das irgendwie auch schon dann machen. Und schon die ersten Flüge wann gemacht? Ja, also mit 7 haben wir zuerst mal einen Tandemflug gemacht. Ich konnte mitfliegen vom Cento auf Adelboden. Aber selber habe ich dann auch probiert und geübt mit seinem Schirm. Und dann hat es mit dem manchmal so ein bisschen gelüpft. Und mit 16 darf man auch die Schule machen. Ja, okay. Also für mich ist ein Gleitschirmflüge, Gleitschirm ist Gleitschirm. Ja, irgendein Gefährt, das man da oben sich hat und das hoffentlich einem wieder sicher an Boden bringt. Aber das scheint es nicht so. Wegen? Ja, es gibt mehrere Schirme. Na, von den Schirmen her ist es so, dass man verschiedenste Modelle hat heute, weil man halt hat gesehen, man hat verschiedene Bedürfnisse. Vom Berg an fliegen, das ist nur einische. Möglichst weit fliegen, möglichst schnell fliegen, möglichst akrobatisch fliegen oder auch Tandemflüge. Für das gibt es verschiedene Modelle. Du hast drei Rucksäcke bei mir. Bitte. Also, das finde ich das Angenehmste. Da muss man nicht schwer tragen, zum Aufgehen. Ja, das ist so. Das ist mein leichtester Schirm. Der ist 2 Kilo. Mit dem Rucksack 2,5. Ja. Und das funktioniert zum Uchilaufen, Achifliegen. Also ideal. Ah, wenn man zu faul ist, runterzulaufen, kann man das Rucksack auspacken und zack, genau. Weg. Oder vielleicht auch optional mitnehmen. Gut. So, wenn es dann vielleicht gerade fliegt, dann kann man ja fliegen. Und sonst ist es nicht schwer zu machen, tragen. Und der ist schon etwas grösser? Das ist meine X-Alps-Ausrüstung. Genau, das ist jetzt so. X-Alps, aber das ist so das verrückteste Rennen. Ja, das ist halt so eine Kombination, wo ich muss laufen muss, aber auch möglichst weit fliegen. Und darum ist die Ausrüstung ist nicht so ein Kompromiss. Oder? Wenn man, jetzt muss man sagen, nur schnell, bevor wir den Schirm anschauen. X-Alps, was muss man da genau machen? Viermal hast du das Rennen gewonnen. Das ist ein kompliziertes Thema. Nein, die Aufgabe ist eigentlich, wer ist am schnellsten von Salzburg am Mittelmeer? Aha. Das ist ja, das liegt gerade nebeneinander. 2003, wo das Rennen neu war, war das die Idee, wer kommt am schnellsten vom Gletscher ans Meer. Und heute ist das Rennen grösser und grösser geworden. Also es ist nicht die direkte Linie, sondern nächsten Sommer, 2. Juli, ist der Start in Salzburg. Das Ziel ist in Monaco, aber man geht zuerst nach Slowenien kehren. Und wie viele tausend Kilometer macht man da? Ausweiten. Jetzt die Route ist 9.138 Kilometer Luftlinie.
Aber es kann ja mal 2000 Kilometer geben, wenn man halt irgendwo einen Wanderweg nehmen muss. Und das muss alles zu Fuß oder in die Luft gehen? Am liebsten in die Luft. Geht am einfachsten. Ja, Erfahrungswerte sind so, dass ich 70-80% von der Strecke fliegen kann. Aha. Und den Rest dort schalten. Sie laufen, ja. Ja. Und da darf man nicht das Velo nehmen oder das Auto oder den Autostopp machen. Ja, sonst darf man sich nicht erwischen. Ja, oder man darf sich nicht erwischen. Also, da braucht es einen speziellen Schirm. Genau, also man hat das Bedürfnis, dass man halt den Schirm kann Startplatz tragen kann. Also muss möglichst leicht sein, das wäre eigentlich der im gelben Sack. Genau. Super. Man hat aber das Bedürfnis, möglichst weit zu fliegen. Ja, das wäre noch besser. Möglichst viel Leistung, und das sieht so aus. Das ist der Gross. Genau. Und praktisch zum Laufen. Genau, das ist ein Kompromiss, der etwa 7 bis 10 Kilo hat. Ja. Das ist noch gäbig zum Tragen. Aber fliegt schon relativ gut. Aha. Für was braucht man denn diesen? Das ist einfach meine Wettkampfausrüstung, wenn ich die Bahn nehme. Also die Weltmeisterschaften, die es bis jetzt auch gegeben hat, die sind so, dass man möglichst schnell eine vorgegebene Strecke abfliegt. Da geht es nur um Sekunden. Und Tempo. Und Tempo, genau. Und da hat man den Vorteil, dass man eine gute Leistung hat. Topspeed bis 65 Stundenkilometer. Du machst ja auch so verrückte Sachen wie Akrobatik. Wir haben da so ein Film über Dubai, oder? Ja, Dubai waren dann die World Air Games. Wo wir dann über Dubai aus dem Helikopter sind gesprungen, 1000 Meter über dem Meer. Und dann geht es darum, die Kunstturner-Manöver da vorzuführen an der Jury. Also das heisst, du machst Saltos und Pirouetten und alles? Ja, heute haben wir bis 30 Manöver, die wir da üben und dann im Wettkampf vorführen können. Mit Herzklopfen oder machen wir das so easy? Ja, Herzklopfen hat man vielleicht, dass es eben möglichst schnell kommt. Also, dass man im Wettkampf das zeigen kann, was man gelernt hat. Aber rein die Manöver, wenn man sie kann, das ist wie Velofahren. Das geht dann meistens schon recht gut. Wenn man zu unten oben ist. Ja, ja. Also zu unten oben ist man auch nur, wenn man vom Boden guckt, wenn man in der Luft ist, ist man nicht zu unten oben. Man ist ja gegenüber dem Schirm gleich. Darum wird man vielleicht auch nicht schlecht. Im besten Fall, ja. Aha. Ja, im besten Fall. Nicht für mich. Seit jahrelang Testpilot, oder? Jetzt habe ich mir so vorgestellt, also da ist so eine Ausrüsterfirma wie die, oder? Da ist der Schirm drin und dann sagt sie ihrem Testpilot, also jetzt geht mal los, wir schauen, wie der wieder oben runterkommt. Ja, also man geht schon nicht gerade so her und packt aus und probiert. Oder? Man hat einen gewissen Erfahrungswert und weiss, das neue Modell ist nur minim abgeändert vom letzten. Das letzte ist ja geflogen. Ach, und nachher. Aber ist es nicht mehr so? Ja, das, was man gegen kann, davon ausgehen, dass es stabil genug ist, oder, von Material und Bauart. Aber nachher muss man schon mit der nötigen Vorsicht einfach mal in die Luft und nachher fein anfangen, bis man nachher die richtigen groben Manöver, also die Elchtests, macht. Und sonst ist man auch noch über Wasser. Also beim Elchtest ist immer das Positive, man ist mit dem Auto am Boden. Ja, hier ist man natürlich in der Luft, man kann auch gehen. Ja. Aber man probiert das in einem sicheren Umfeld, Rahmen zu machen, wie eben zum Beispiel über dem See mit Schwimmweste und Boot. Das wäre etwas weh, dass man mit dem Notschirm, mit dem Rettungsgerät relativ sicher absteigen kann. Gibt es die Möglichkeit, noch rechtzeitig einen Fallschirm aufzumachen, wenn es so schöne Bilder gibt, wie jetzt da rund ums Matterhorn? Oder ist das über einem Gletscher, wo du da haarscharf am Boden anfräsest? Ja, das ist so. Tandemflüge und wenn der Passagier Action will, kann man durchaus ein bisschen über den Gletscher. Aha. Ja, die Rettungsgeräte sind so, dass man sie aktivieren kann, wenn etwas nicht gut kommt. Also man hat so wie eine zweite Chance. Aber auch der ist nie hundertprozentig. Das muss man sich bewusst sein. Schon mal einen schweren Unfall gehabt? Ich hatte mal eine harte Landung, jetzt 18 Jahre. Sagt man dem so? Ja, ja, es ist gegen einen Unterschied, ob man unkontrolliert abstürzt oder ob man wie dann ein bisschen sinkende Luft verrutscht, harte Landung. Und ich war nicht darauf vorbereitet, ich habe die Gefahr zu wenig gesehen. Ja, irgendein Wirbel am Boden von Luft. Irgendetwas Krugs. Warte, von zwei Gielen? Zwei Buben habe ich, ja. Müssen die auch schon Schirm? Nein, ja, die haben schon früh gewählt, aber wir haben gesehen, bis vier haben wir gewartet. Weil wir jetzt das Gefühl hatten, sie müssen zuerst ein bisschen verstehen, was sie machen. Ja. Das ist besser. Und, und dann haben wir sie mitgenommen. Manchmal habe ich beide mitgenommen. Dann haben sie eine scheisse Freude. Ja, kann man vorstellen. Und, ja, die wollen dann halt umgehen. Und irgendwie ist es schon ein bisschen normal, so ein bisschen wie wenn man ins Auto steigt und fortfährt. Man darf nicht übermütig werden.
Das ist nachher das andere, ja, was man muss probieren. Ist man eigentlich mit dem Gleitschirm geheiratet, mehr als mit der eigenen Frau? Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Also schon ein ähnliches Vertrauen. Mhm. Ich weiß, dass es funktioniert, aber es ist natürlich so, dass man da mal an Ecken stellen kann. Und warten, genau. Dass es mir gut Wetter wird. Ja, bei Familie ist das anders. Juli ist es soweit. Drücken extrem den Daumen. Viermal putzt, viermal hat es das Rennen gegeben. Ich will das am fünften Sieg sehen. Abgemacht. Ich probiere, ich gebe mein Bestes. Ja, probieren! Es ist ein Wettkampf, es ist keine Arbeit, die man so abwickeln kann. Mhm. Also, aber wir gucken, was das Wetter bringt. Merci vielmals. Alles Gute. Danke vielmals, Gregor. Alles Gute. Alles Gute. Dankeschön. Ade. Ja, dem Himmel nach, Gregor Maurer. Meine Damen und Herren, jetzt machen wir einen Abstecher in eine ganz andere Welt, in der von den Tieren, nämlich zu jemandem, der ein riesengroßes Herz hat für alle Viechli. Sie ist als Tierärztin in der Wildstation Landshut tätig und operiert und päppelt all die Tiere auf, also von Schleiereulen über Adler zu Fledermäuse bis zu kleinen Eichhörnchen. Alles, was da abgegeben wird. 1800 Tiere sind das, jedes Jahr. Und sie probiert denen wieder eine Freude zu geben, zurück in die Wildnis zu gehen. Geschichten sozusagen aus der Tierwelt. Herzlich willkommen, Ulrike Zirus. Frau Zirus! Herzlich willkommen, guten Abend. Achtung. Jetzt gehen wir in den Kaninchenstall. Genau. Achtung, wir müssen aufpassen beim Reingehen. Das ist nicht noch selbst ein Patient verursachen hier. Sie fühlen sich sehr wohl und können auch sofort schauen, nehmen Platz. Wie darf ich eigentlich euch benennen? Seid ihr sozusagen die Chefchirurgin vom Akutspital für Wildtiere? Vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber im Kern der Aussage trifft das in etwa auf das zu, was wir tun. Ja. Wir sind in der Beschreibung ist ja schon ganz gut rübergekommen, so eine Art Tierspital für Wildtiere. Das ist richtig, ja. Und da kommen ja allerlei Patienten. Was muss ich mir so vorstellen? Genau. Also wir bekommen einheimische Wildtiere, Tiere aus über 100 verschiedenen Tierarten, die hier in der Schweiz frei leben und in Not geraten können. Und wenn die Tiere dann verletzt sind, krank sind oder eben auch verwaist sind, dann werden sie mitunter gefunden von Privatpersonen oder auch von den Wildhütern, mit denen wir eng zusammenarbeiten und zu uns in die Wildstation. Und die bringen sie den und sagen, Frau Doktor, machen sie wieder gesund. Jetzt, ein Adler mit einem gebrochenen Flügel ist eine andere Situation als ein Eichhörnchen, das himpert. Ja, grundsätzlich ist jeder Fall natürlich sehr individuell und jeder Fall muss auch so einzeln angeschaut werden, wie das ja bei uns auch der Fall ist. Nicht jeder Knochenbruch ist gleich. Ja, der Chirurg oder der Orthopäde, die gucken sich das dann auch entsprechend an und entscheiden, wie zu behandeln ist. Und das ist auch bei den Wildtieren der Fall. Aber das ist ja verrückt, ihr müsst ja riesige Kenntnis haben. Also wie flickt man eine Fledermaus wieder zusammen? Das ist eine ganz tolle Herausforderung, ja. Gerade weil die Wildtiere uns natürlich auch nicht verraten können, was ihnen wehtut und wo es zwickt. Weh, genau. Frau Fledermaus. Genau. Wir müssen natürlich anhand von den Verletzungsbildern können wir sagen, ja, dieser Vogel ist höchstwahrscheinlich in eine Scheibe hineingeflogen oder mit einem Auto kollidiert oder der Steinadler, dem es ganz, ganz schlecht geht. Da ist das womöglich der Fall, dass eine Bleivergiftung vorliegt. Dann nehmen wir eine Blutprobe, schicken die ein, um dann zu sehen, ob wir mit einem solchen Medikament behandeln. Also die Herausforderung, so den kriminologischen Ansatz zu bedienen, die ist natürlich sehr groß. Und das ist auch ein großer Teil von unserer Tätigkeit, vom gesamten Team von der Wildstation. Der operiert sehr häufig. Ich habe mir so die Frage gestellt, also für eine Operation muss man ja einem Vögel zum Beispiel auch eine Narkose geben. Das ist richtig. Operationen gehören auch zu unserem Arbeitsspektrum. Das ist nicht so, dass wir jeden Tag ganz viel operieren, aber es gehört auch dazu. Und Untersuchungen bei Wildtieren, nicht nur zur OP, sondern auch allgemein zum Handling, um zu schauen, was nicht stimmt, die können wir sehr gut mit einer Gasnarkose durchführen. Also das die bekommen so ein Maskeli. Wir haben ein paar Bilder von. Das ist unglaublich, oder? Also der Vogel schnauft nachher dünn. Und was ist das Äther drin? Das ist Isofluran. Das ist ein spezielles Gasgemisch mit Sauerstoff als Träger. Und das wird erst mit einer Maske eingeleitet. Und dann gibt es einen Tubus, genau wie in der Humananästhesie. Und wird beatmet.
Das wird dann entsprechend belüftet. Nein, das hängt am Gerät. Mhm. Ja, genau. Und dann fährt man einfach die Sachen wieder zusammenfliegen. Genau, dann kann ich mich auf die chirurgische Seite konzentrieren, während meine Kollegin, die heute auch hier ist, Iris Baumgartner, sie ist die Stationsleiterin, dann für die Anästhesie zuständig ist. Und dann nachher ist das eine Teamwork. Ja. Ja. Jetzt kann man ja nicht jedes Tier retten. Das stimmt. Das ist uns bewusst. Wie schmerzhaft ist das? Das gehört bei uns ganz klar dazu, denn ein großer Teil der Tiere, die eingeliefert werden, ist sehr schwer verletzt. Und natürlich ist die Herausforderung, möglichst das Tier wieder so herstellen zu können, dass eine Auswilderung und vor allem ein selbstständiges Überleben in der Natur möglich wird. Aber man kann ihm ja nicht das Pillendöschen mitgeben und sagen, jetzt nimm zur richtigen Zeit Saps und jenes. Das ist der Unterschied zum Beispiel zum Hund. Ja, wenn ich im Tierspital einen Hund behandeln lasse, kann ich hinterher sagen, medizieren Sie Ihren Hund bitte so und so. Beim Wildtier funktioniert das nicht. Der Adler, der auf einem Auge blind ist, wird unweigerlich verhungern. Und das sind einfach Aspekte, die wir bedenken müssen und die für uns die ganze Entscheidungsfindung natürlich auch schwieriger machen. Ja? Mhm. Das heißt, die Tiere, die nicht überlebensfähig sind, so schwer verletzt sind, dass auch das Tierleid in Frage gestellt bzw. da ist, ja, dass eine Auswilderung oder ein schmerzfreies Leben nicht möglich sind, die muss ich einschläfern. Das gehört dazu. Das ist auch Teil unserer Verantwortung. Ja. Alles andere wäre nicht fair. Gibt es so wunderbare, magische Momente in eurem Alltag? Das ist so. Das ist auch ein großer Teil der treibenden Kraft von unserem Tun. Das ist immer dann der Fall, wenn wir Patienten wieder in die Natur entlassen können. Ja, wenn das erfolgreich war, gerade schwierige Operationen, langwierige Patienten, die gekämpft haben und um die wir auch gekämpft haben und die wir schlussendlich danach erfolgreich wieder in ihren Lebensraum zurückführen können. Beispielsweise eine Schleiereule, die wir vor 2 Jahren reinbekommen haben mit einem Knochenbruch. Und dieses Tier war so verletzt, dass es chirurgisch aussichtsreich schien, auch diesen Knochenbruch wieder zu richten. Das haben wir dann auch gemacht. Das hat funktioniert und die Wunde ist, beziehungsweise der Bruch ist sehr gut verheilt. Wir konnten das Tier nach einer Rekonvaleszenzzeit wieder dann entlassen. Und das haben wir getan in ein spezielles Projekt, wo auch ein Monitoring da ist, dass geschaut wird, was nachher passiert mit dem Tier, wurde beringt und in einen Brutkasten, also einen Nistkasten platziert. Und im Folgejahr hat der Herr Moser, der diese Beringung vornimmt, kontrolliert und hat dort in diesem Kasten 6 Jungtiere vorgefunden. Ja, schön. Genau. Das ist natürlich nicht nur ein individueller Fall, sondern dann auch ein ganz toller Aspekt im Sinne der Arterhaltung von dieser sehr selten gewordenen Eulenart. Hat man da manchmal fast ein bisschen Tränen in den Augen? Ja, auf beide Arten, ja. Also es gibt beides natürlich. Es ist immer eine emotionale Involviertheit auch noch vorhanden, das ist so, genau. Eichhörnli habt ihr auch schon geflickt. Auch das kommt vor. Junge Eichhörnchen sind manchmal etwas ungeschickt, wenn sie das erste Mal ihren Kobel, also ihr Wurfnest, verlassen und dann nachher rumturnen in den Ästen. Je nachdem kommt vielleicht sogar der Baummarder und springt ihnen hinterher oder eine Krähe. Dann kann das schon mal sein, dass so ein Eichhörnchen abstürzt. Mhm. Und da gab es auch einen Fall, wo das dann mit entsprechend gebrochenem Arm eingeliefert wurde. Oh je, ist es kohimpend. Genau, es wurde dann gebracht. Und anhand von der Lahmheit haben wir relativ schnell feststellen können, es ist ein Oberarmbruch und mit der entsprechenden Bandage, Schienung ist das dann sehr gut geheilt, weil bei den Jungtieren ist die Heilungstendenz und, recht gut. Und geht ihr denn schrittweise auch wieder voraus? Also jetzt muss man sie wieder daran gewöhnen, dass sie wild leben können? Ja, genau. Das heißt, unsere Arbeit funktioniert quasi wie im Spital beim Mensch, ein bisschen von der vom Notfallaufnahme über die Intensivstation in die Normalstation, die Volieren, wo die Tiere dann nachher auch ihre Rekonvaleszenzzeit überdauern, bis sie wieder selbstständig fressen, wo wir Medikamente vielleicht übers Futter nur noch verabreichen müssen und sie nicht mehr jeden Tag mit Infusionen versorgen oder auch Sondenernährung zuführen. Und als allerletztes, da geht es dann noch in die Physiotherapie. Ah, ja. Das ist ganz wichtig, ja. Das ist im Grunde genommen ein bisschen das Kernelement von der Wildtierrehabilitation. Auch da kann man wieder eine Parallele zur Humanmedizin ziehen. Wenn wir uns nach einem schweren Unfall, Trümmerfraktur im Bein, 6 Wochen Spital, 3 Monate Spital, dann gehen wir am nächsten Tag nicht einen Marathon laufen.
Wenn ich so einen Wanderfalke nach einer relativ kurzen Zeit sage, okay, die Wunde ist jetzt verheilt, du bist jetzt eigentlich lang genug hier im Hotel Mama gewesen, du kannst jetzt wieder raus. Wenn ich den einfach am nächsten Tag auswildere, dann hat er keine Kondition, die Muskulatur ist nicht mehr trainiert und dieser Wanderfalke würde unweigerlich verhungern, weil er eigentlich dann nicht in der Lage ist, Beute zu schlagen. Also muss man ihn wieder trainieren. Genau, und dann trainieren wir die Tiere in unseren Flugvolieren. Das heißt, die sind dort auch entsprechend ihrer Dauer untergebracht und sind dann nachher in der Reha und ganz zum Schluss werden sie dort wieder gefangen, kommt ein Ring ran und tschüss. Dann gehen wir sie auswildern, genau. Man hat manchmal das Gefühl, dass Wildtiere es schwieriger haben, in unserer Umgebung zu leben. Das ist richtig. Also die Wildtiere sehen sich natürlich arg in Bedrängnis an verschiedenen Orten. Das sehen wir auch an unseren Patienten. Jede Tierart ist mit bestimmten Krankheiten oder Verletzungsmustern geplagt quasi. Ja. Ja, also wir sind Vögel, die in Autos kollidieren, Fledermäuse, die vielleicht, oder junge Singvögel, die auch von Katzen sehr stark erbeutet und zu uns gebracht werden. Oder der Adler, der sich am Blei vergiftet, mit der Bleivergiftung nachher eingeliefert wird. Das sind dann so typische Beispiele. Der Igel, der mit dem Rasenmäher verletzt wird oder Blindschleichen auch. Also diese Muster entstehen eigentlich daraus, dass wir als Menschen doch recht arg auch in den Lebensraum der Tiere... Jetzt gibt es da Lampe. Jetzt gibt es da Lampe, ja, genau. Ja, ja, schaut nochmal, der Tierarzt ist immer eigentlich nicht so willkommen. Die sind jetzt ein bisschen im Stress. Ein wilder Küngel. Genau. Das ist eigentlich der Punkt. Wir teilen uns ja einen Lebensraum mit den Tieren. Ja, und da wird wir greifen ein. Der wird enger und wir Menschen fügen den Tieren auch in einem gewissen Maß Schaden zu. Und unsere Vision oder vielmehr unser ethisches Verständnis in der Wildstation zielt darauf ab, dass wir eigentlich den Tieren das zurückgeben, was wir Menschen im Allgemeinen ihnen nehmen, also zum großen Teil auch ihre Gesundheit. Und darüber hinaus ist unser Ziel und unsere Idee auch, dass wir möglichst viele Menschen dafür sensibilisieren können, Sorge zu haben zu den Wildtieren. Und darum kann man zu euch auch schauen, kann sehen, wie geschafft wird und ist natürlich auch froh, wenn die einzelnen Leute vielleicht einen Batzen lassen, damit ihr über die Runde kommt. Und euren Lohn bekommt und den Tierli weiterhelfen. Das ist die Idee. Wir haben diesen Naturlehrpfad bei uns auf dem Gelände, der öffentlich zugänglich ist. Wir haben ein großes Programm, viele Aspekte, die wir den Besuchern auch aufzeigen können. Vor allem auch die junge Generation, die uns sehr am Herzen liegt. Denn die sollen dann nachher die Message mal weitertragen. Genau. Ja. Und gesamthaft ist es so, dass wir uns wünschen, dass möglichst viele Leute sich von unserer Idee, die Nachhaltigkeit des Lebensraums, unseres gemeinsamen Lebensraums einzutreten und uns unterstützen. Denn die Arbeit von der Wildstation wird ausschließlich durch Spendengelder am Leben erhalten. Also Wildstation in Utzenstorf. Und das, denke ich mir, ist einmal ein Ausflug wert. Vielleicht am Ostermäntig. Genau. Danke vielmals. Und wünsche weiterhin tolle Patienten, die dankbar sind. Merci vielmals. Und auch Freude haben, wenn sie wieder in die Bildnis kommen. Danke vielmals. Achtung, Achtung, Küngeli. So, Deli. Danke vielmals. Wieder schauen. Ja, meine Damen und Herren. Meine letzte Gesprächspartnerin, sie war in ihrem Leben ein paar Mal am Himmel näher als im eigenen Leben. Und das hängt damit zusammen, dass sie über 7 Jahre immer wieder mit Essstörungen konfrontiert war, mit Magersucht, mit Bulimie. Aber sie hat den Weg daraus herausgefunden. Dank nicht zuletzt auch ihrem Willen, aber dank auch der Musik. Und das hat auch dazu geführt, dass sie sich entschlossen hat, auch anderen Menschen, die genau mit solchen Störungen konfrontiert sind, weiterzuhelfen. Aber ich freue mich jetzt sehr schon mal, Sie dürfen zu begrüßen. Herzlich willkommen, Deborah Rosenkranz. Frau Rosenkranz, Achtung! Jetzt Vorsicht! Dankeschön. Ich bin im Küngeli-Stall. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich so in dieser Umgebung ein Interview gemacht habe. Ihr habt schon als Mädchen eigentlich ein grosses Engagement gehabt für den Sport, Handball gemacht. Handball war meine große Leidenschaft. Habe ich schon sehr jung mit angefangen und war sehr jung auch schon sehr erfolgreich darin. Mhm. Und dann hat sie Ihnen so, die sieht jetzt blendend aus, völlig Danke. Bei sich und so, habe ich das Gefühl. Aber es hat in eurer Jugend einen Moment gegeben, wo so wie ein Schlüsselerlebnis war, wo plötzlich alles schwierig geworden ist.
Und das war eben genau dort im Handballtraining, wo ich mich am sichersten gefühlt habe, weil ich wusste, ich bin gut darin, ich kann das. Eines Tages saß mein absoluter Schwarm auf der Bank und hat uns zugeschaut. Wir Frauen wissen ja mit 12 schon, wen wir heiraten wollen. Mhm. Und für mich war er das und kein anderer. Und nach dem Training kam er endlich mal auf mich zu und hat mit mir gesprochen. Und er sagte, Deborah, du spielst so gut Handball. Und das tat gut. Mhm. Und dann sagt er dazu, ich frage mich aber, wie man mit so viel Fett überhaupt rennen kann. Und das war was, womit ich nicht gerechnet habe. Ja, ich war dicker. Ich habe mit 12. Also seid ihr der Bummelig oder ein dickes Mädchen? Ich habe 77 Kilo gewogen, schon mit 12. Ja. Das hat mich aber nie gestört, weil ich habe eine liebevolle Familie. Ich habe immer Bestätigung bekommen. Ich fand mich gut, wie ich war. Für mich war das außer Frage. Bist du dick, bist du dünn, bist du gut, bist du schlecht. Mhm. Und plötzlich, und das war das erste Mal, dass ich realisiert habe, ich werde als Frau nie geliebt werden, wenn ich nicht so schlank bin wie die anderen. Dann werde ich nie dazugehören. Und von dem Tag an stand fest, ich werde abnehmen. Ich werde abnehmen, bis ich geliebt werde. Und das hat er auf machen. Aber jetzt viele Leute sagen, ja, jetzt mache ich mal eine Diät. Ja, ja, ist gar nicht so leicht, was? Mhm. Das denkt man, aber wenn man einmal da drin ist, für mich war die Bestätigung mein Ansporn. Mhm. Ich kam nach Hause, habe meine Mutter an dem Tag gefragt, wie macht man eine Diät? Wir sind Franzosen, wir essen von morgens bis abends. Und sie sagte, du achte einfach abends ein bisschen auf die Kohlenhydrate und stress dich nicht. Mhm. Dein Gewicht wird sich eh noch finden. Und als ich aber gemerkt habe, dass das funktioniert und in der Schule die ersten Komplimente fehlen, gerade von den Jungs. Da sagt man, oh, du hast abgenommen, ja, genau. Du bist hübsch geworden. Du siehst ja gut aus. Oh, der beste Satz. Und dann war das für mich, aha, das bedeutet, je weniger ich wiege, umso mehr werde ich geliebt werden. Mhm. Umso größer ist die Wertschätzung. Und so bin ich in diese Spirale von, ich lasse das Essen abends komplett weg. Morgens, wenn man mit diesem Magenknurren aufwacht und dann zum Brötchen greifen will. Nee, dann könnte ich das ja auch weglassen, dann nehme ich noch mehr ab. Dann habe ich meinen Eltern mittags erzählt, ich habe heute in der Schule schon gegessen, ich lasse das Mittagessen mal weg. Und so hat sich das verselbstständigt. Jetzt aber, in der Familie, da hat es gesagt, wohlbehütet, ja, französische Kultur, fein essen. Irgendwann muss man dann doch am Tisch sitzen. Ja. Wie kann man der auf das Essen vermeiden? Jemand, der mit Essstörungen lebt, kennt jeden Trick. Und ich saß zum Beispiel am Tisch mit meinen Eltern. Also ich habe auch selber gekocht, jeden Tag 6 bis 8 Gänge-Menüs. Und ich wollte sehen, wie andere um mich herum fett werden, während ich abnehme. Möglichst mit viel Fett und mit viel Zucker. Überall doppelt so viel Fett, doppelt so viel Zucker. Ja. Mein Vater sagt heute, das hat funktioniert. Mhm. Und ich selber saß aber am Tisch und hatte panische Angst davor, sogar einen Tropfen Butter oder Öl am Finger hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich glaubte, das könnte durch die Haut und ich würde dadurch zunehmen. Also saß ich am Tisch, alle haben mich natürlich beobachtet und ich habe das Essen mit der Gabel aufgenommen. Aber bevor es im Mund war, habe ich es in meinem Ärmel verschwinden lassen. Nein. Unter dem Tisch hatte ich meine Handtasche und habe dort das Essen reingeschmissen. Oder ich habe das Essen in den Mund genommen, mit der Serviette dann schön den Mund abgewischt, wie man es macht, mhm, dabei aber alles wieder ausgespuckt. Und auch das in meine Handtasche verschwinden lassen. Also man fährt auf Sachen aufbauen, Verhaltensweisen, wo einfach nur ein Ziel hat. Und das Essen ist 24 Stunden voll Thema im Kopf. Ja. Nur ein Ziel hat keine Kalorien. Genau. Mein Zimmer bestand aus einer Waage, meinem Schreibtisch. Ich war sehr ehrgeizig, in der Schule sehr gut. Und mein Bett. Jeden Tag 3-mal bin ich auf diese Waage und wehe, es waren 100 Gramm mehr als das Mal davor. Mich durchgedreht, habe gleich Liegestütze gemacht. Ich bin die Treppen hoch und runter gerannt. Eben am Ende des Tages wollte ich mit Minuskalorien ins Bett. Und ich erinnere mich, dass ich in mein Tagebuch geschrieben habe, wenn ich morgen 100 Gramm mehr wiege, dann nehme ich mir das Leben. Und das habe ich ernst gemeint. Wie haben die Eltern reagiert? Sie haben gespürt, ihr werdet immer dünner. Einerseits haben sie nicht verstanden, wie ich doch esse und trotzdem abnehmen. Und andererseits kam es zu dem Punkt, wo wir gar nicht mehr kommuniziert haben. Sobald meine Mutter den Mund aufgemacht hat, habe ich ihr die Tür ins Gesicht geschlagen und gesagt, Mama, ich hasse dich, lass mich doch in Ruhe. Ich habe sie nie gehasst und es war für mich selbst schrecklich, das zu sagen. Aber es war die einzige Art, sie von mir fernzuhalten. Wie viel hat er am Schluss noch gegessen? Ich habe zum Schluss nur noch einen halben Apfel am Tag gegessen. Und selbst da hatte ich ein unglaublich schlechtes Gewissen. Wie schwer sieht er noch? Ich habe mit 77 Kilo angefangen, bin bei 47 gelandet. Also 30 Kilo habe ich in einem sehr kurzen Zeitraum abgenommen. Meistens passiert ganz viel, auch organisch. Oh ja.
Das war das Allerschlimmste für mich. Ich hatte meine Tage nicht mehr. Ich als Frau, die sich eine große Familie gewünscht hat, irgendwann sagte der Arzt, du wirst nie wieder Kinder bekommen können. Aber zu dem Zeitpunkt war es für mich schon, ist mir doch egal. Hauptsache, ich habe mich im Griff, das haben sie ja nicht. Das war immer meine Einstellung. Mir sind Haare ausgefallen, büschelweise. Mir war am heißesten Sommertag eiskalt, sodass ich 5 Pullover übereinander tragen musste. Und mir sind Haare hier auf dem Handrücken gewachsen. Das ist eine Schutzfunktion vom Körper gegen Kälte. Er entwickelt sich praktisch zurück. Und ich war depressiv. Also ich bin eigentlich ein sehr lebensfroher Mensch. All das habe ich verloren. Auch da sagte meine Mutter immer, ich sehne mich nach meiner Tochter. Wo ist sie hin? Und das hat mir das Herz zerrissen. Wie hat er den Rang gefunden, aus dieser Spirale rauszukommen? Ich bin regelmäßig zum Arzt und an diesem Tag sagte er, ich möchte nicht mit dir reden. Ich möchte nur mit deiner Mutter sprechen. Aber die Tür blieb ein Spalt weit offen und nie werde ich vergessen, wie er zu ihr gesagt hat, es tut uns leid, aus medizinischer Sicht können wir nichts mehr für ihre Tochter tun. Ihre Tochter wird in den kommenden Monaten sterben. Und das war das erste Mal, dass jemand meine Angst ausgesprochen hat. Meine Mutter kam schon raus, Tränen überströmtes Gesicht. Und sofort habe ich gesagt, Mama, komm, wir gehen heim kochen, ich habe so Hunger. Bei mir tat es weh, sie so zu sehen. Und von dem Tag an hatte ich panische Angst. Kurz drauf bin ich eines Nachts verbotenerweise auf ein Konzert, kam gegen 2 Uhr morgens nach Hause. Meine Eltern wussten von nichts. Ich habe gerade versucht, mich an ihrem Schlafzimmer vorbeizuschleichen, sie ja nicht zu wecken, als ich höre, dass lautes Weinen aus diesem Zimmer kommt. Und sofort dachte ich, es wäre in der Familie was Schlimmes passiert. Geh näher an die Tür. Und da höre ich meine eigene Mutter sagen, wir können ja schon den Sarg für unsere Tochter bestellen. Das hätte euch geweckt. Und, das war nicht mal das. Ich bin da zusammengebrochen vor der Tür. Und dann hat mein Vater geantwortet mit einer lauten Stimme, hat er gesagt, nein, wir müssen weiter für unsere Tochter beten. Unsere Tochter wird leben. Und dann haben sie unter Tränen angefangen zu beten, 2 Uhr morgens. Und das war ein Gebet, ich habe viele Gebete in meinem Leben gehört, aber das war das Ehrlichste, was ich je gehört habe. Zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Und verzweifelt, ja. Zwischen Glauben in diesen Gott, von dem man immer wieder hört, aber auch der Frage, gibt es ihn wirklich? Sieht er unser Problem hier? Und das hat mich so berührt, dass die Menschen, denen ich eigentlich den Rücken zugekehrt habe, trotzdem noch glauben, dass es für mich einen Ausweg gibt. Ja. Und da habe ich gedacht, das möchte ich auch. Es hat einen Ausweg gegeben, aber ihr seid jetzt konträre reingefallen. Ihr habt viel gegessen und alles gerade wieder. Ja, ja. Wir sind umgezogen. Ich kam in eine neue Klasse. 20 Mädchen, ein Junge. 12 von 20 Mädchen waren bulimiekrank. Davon hatte ich vorher jetzt noch nie gehört. Ich, die Meisterin der Anorexie, plötzlich Bulimie. Das heißt, man viel kann essen, was man will. Sofort kotzen. Ja, genau. Und man nimmt nicht zu. Bulimie kann jeder haben, auch festere Menschen. Man nimmt nicht unbedingt ab damit, aber man hält sein Gewicht und kann fressen. Und so war es wieder, die Macht der Worte, wie das erste Mal. Eines Tages sagte das reichste Mädchen der Klasse, hier ist meine Designer-Jeans, die kannst du haben. Die hat mir in meiner fetten Zeit gepasst. Und um mich was wieder geschehen. Ich bin nach Hause, CD-Player unter den Arm, im Bad verschwunden, Musik laut aufgedreht, die Dusche aufgedreht. Ich wusste nicht, wie man kotzt. Ich wusste es nicht. Aber ich habe mich über diese Kloschüssel gebeugt, Finger in den Hals. Und das war so leicht. So leicht, dass es für mich dann der Schlüssel war. Und von dem, ich probiere es mal aus, wurde ganz schnell nicht nur 2-3 Mal am Tag, sondern eher 16, 17, 18 Mal am Tag. Aus dem hat er den Weg gefunden. Musik ist eigentlich wirklich jetzt für euch so wie eine Art Erlösung. Ihr habt in einer Fluggesellschaft gearbeitet. Ja, genau. Als Flugbegleiterin hat er die Leute immer wieder überrascht. Guten Tag, meine Damen und Herren. Flugkapitän Barbara Schmidt und ihre Besatzung heißen Sie im Namen von Intersky. When Jesus washed. When Jesus washed. Da hat plötzlich auch ein Passagier mitsingen. Und bei der Musik ist es auch geblieben, das ist eine wichtige Komponente geworden von euch. Auch grosse Karriere gemacht, in Fernsehsendungen eingeladen worden, heute Abend bei mir. Und ihr setzt euch aber auch ein für Mädchen und Buben, die mit dieser Krankheit belastet sind. Ganz das ist ganz eine wichtige Sache. Ja, wir haben mit der Diakonie Bethanien in Kaltenbach bei Stein am Rhein eine Einrichtung für Mädchen mit Essstörungen eröffnet, das Power to Be.
Und es ist mir ganz wichtig, darüber zu sprechen, weil ich bin nonstop unterwegs, ob in Schulen, ob ich Präventionsvorträge halte oder mit meiner Musik Konzerte gebe und über meine Geschichte spreche, dass ich den Mädchen zeige, es gibt einen Ausweg auch für dich. Auch wenn du nicht so eine tolle Familie hast, vielleicht wie ich, es gibt die Einrichtung, wir helfen dir auch aus deiner Hoffnungslosigkeit heraus, weil es so schlimm ist. Ich bekomme täglich 10, 20, 30 Hilferufe per Mail, Facebook, Instagram. Heute Morgen wieder gleich 2 erschütternde, aber auch 2 wundervolle, die geschrieben haben, hey, dein Buch hat mich rausbegleitet aus meiner Magersucht. Und das ist für mich schöner als ein Charterfolg, schöner als alles, was man musikalisch erreichen kann, zu hören. Ich lebe heute noch wegen deiner Musik. Also, wunderbar. Und jetzt werden wir die Musik hören. Sehr schön. Deborah. Und ich freue mich sehr. Dankeschön. Jetzt machen wir einen Wechsel raus aus dem Küngelistall zur Bühne. Und ich benutze, bis sie parat ist, die Gelegenheit, euch noch etwas zu verwöhnen, meine Damen und Herren. Ostern ist es, es gibt ein Ostereili, der Korb weitergeben. Und da die hintere Reihe auch, aber die wollen auch noch. Also nicht alles belündern. Und ich kann in diesem Sinne nur sagen, ich hoffe, es hat euch heute Abend ein bisschen inspiriert. Ostern, geniesset der Ostermendung. Aber jetzt zuerst noch mal Deborah Rosenkranz, eine aufgestellte Frau, die es geschafft hat, aus Essstörungen herauszukommen und zeigt, was Musik alles bewirken kann. In diesem Sinne, eine tolle Woche und eine schöne Viertag jetzt morgen noch und geniesset alles zusammen. Deborah. See your battle scars where the past has left its mark, but I can feel your beating heart, baby, yeah, you got that spark. I can see you've come so far, oh, it shows how brave you are, baby, dancing your way out of the dark. Oh, baby, let the living start. Step one, love yourself and let it show. Step two, don't keep on looking back, no, no. Step three, gotta let the whole world know, baby, that you're ready to shine. Oh, 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 you are so beautiful. Love, love, love the way you glow. Oh, 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 girl, you are so beautiful. Love, love, love the way you gotta live your life.